Die ehemalige Sowjetrepublik machte seit 2010 große Schritte hin zur Demokratie. Kirgisistan grenzt im Norden an Kasachstan, im Osten an China, im Süden an Tadschikistan und im Westen an Usbekistan. Von Frankfurt aus fliegt man über Istanbul nach Bischkek, die Hauptstadt von Kirgisistan. Unsere Reiseleiterin und unsere Fahrer, die uns stets einen tollen Service boten. Unsere geplante Rundreise durch Kirgisistan. Bischkek, die Hauptstadt von Kirgisistan, grenzt an das Tianshan-Gebirge in Zentralasien. Bischkek hat 937.400 Einwohner, wobei durch die Landflucht über 1 Million sein werden. Sie war einst Karawanenstation der Seidenstraße auf dem Weg ins Tianshan-Gebirge. Neben den unzähligen Parkanlagen und Denkmälern gibt es schöne neoklassizistische Bauten und Gebäude aus Sowjetzeiten. Er war ein Ringkämpfer, der ein Pferd trägt. Er symbolisiert Stärke, Ehrgeiz und Menschlichkeit. Maksym ist ein Hefegetränk aus Gerze, Mais und Weizen. Shalab ist eine fermentierte Kuhmilch. Bozo ist ein schwachalkoholisches Hirsegetränk. Es sind die beliebtesten Erfrischungsgetränke. Oak Park. Hier gibt es eine Skulpturenausstellung und wichtige Denkmäler. Der Ala-Archa-Nationalpark liegt circa eine Autostunde südlich von Bischkek und ist ein 200 Quadratkilometer großer Hochgebirgspark, der sich im kirgisischen Alatau, einem Teilgebirge des Tianshan, befindet. Ala-Archa ist ein beliebtes Reiseziel zum Wandern, Bergsteigen, Klettern, Gletscherwandern, Eisklettern sowie Reitausflüge. Ein Großteil des Nationalparks liegt auf 1500 Meter, wobei die höchste Erhebung der Berg Korona mit 4810 Meter ist. Der Osh-Bazar ist ein zentraler Markt in der Hauptstadt Bischkek. Der Bazar liegt im Westen der Stadt nahe dem Stadtzentrum und ist der zweitgrößte Bazar Kirgisistan. Er ist zwar kein orientalischer Markt, aber mit seinen umfangreichen Obst- und Gemüseständen sowie der Vielfalt an Gewürzen und Haushaltartikeln ist er einen Besuch wert. Heute haben wir eine Fahrzeit von ca. 6 Stunden vor uns. Wir fahren von Bischkek nach Toktogul. Unterwegs gibt es einige Fotostops. Der Tüyü-Archa-Pass ist ein Gebirgspass in der Bergkette des Kirgisischen Gebirges. Früher führte eine schmale Straße über Dreit aus einem 586 Meter hohen Pass. Heute verläuft die Fernstraße, die die Städte Bischkek und Osh miteinander verbindet,
auf einer Höhe zwischen 3100 im Norden und 3180 Meter am Südausgang? Durch einen 2,7 Kilometer langen Tunnel unter dem Berggrat kommen wir im Süden ins Susamyrtal. Bei einer kirgisischen Familie essen wir zu Mittag. Hier wird der traditionelle Snack Kurut hergestellt. Der Alabel-Pass ist ein wichtiger Gebirgspass in Zentralkirgisistan. Er ist 3184 Meter hoch. Am Abend kommen wir am Toktogul Stausee an. Wir übernachten im Hotel Cockbell Inn. Das Hotel ist keinen Stern wert. Aber wir machten das Beste daraus, wie man gleich sieht. Wie eine Feder. Größtenteils auf asphaltierten Straßen und nur vereinzelt auf Schotterpisten legen wir unsere circa fünfstündige Etappe nach Aslan Bob zurück. Die Toktogul-Talsperre ist die größte Kirgisistans. Die Talsperre ist ein Teil der Narensordaya-Kaskade. Unsere Busse kommen wegen der steilen und schlechter Wegstrecke nicht zur Unterkunft, daher muss das Gepäck auf dem Jeep umgeladen werden. Im Gästehaus Ibrahim Karim Yanur, der übrigens sehr gut Deutsch spricht, übernachten wir 2 Tage. Wir machen noch eine kleine Wanderung zum Wasserfall.
Mit zwei alten sowjetischen Jeeps geht es zum Walnusswald. Die Geschichte von Aslan Bob ist eng mit der Geschichte des Walnussanbaus verbunden. Die Walnuss gilt als erstes Exportgut der Region nach Europa. Die Fläche der Anbaugebiete betrug in der Vergangenheit bis zu 630.900 Hektar, heute sind es ca. 11.000 Hektar. Der Rückgang liegt vor allem an der Viehwirtschaft in der Region, die durch Abholzungen der Wälder neue Weideflächen schuf. Aslan Bob liegt im Westen von Kirgisistan auf einer Höhe von 1600 Meter. Der höchste Berg hier ist der Mount Babash mit 4427 Meter. Heute wandern wir zum großen Wasserfall auf ca. 2000 Meter. Der Pass nach Kazaman ist gesperrt, wir müssen die ganze Strecke zurückfahren.
Kazaman liegt etwa 100 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Jalalabad in dem Winkel zwischen Ferkenitschbirge im Westen und Moldoto im Norden. Sie liegt am Südufer des Naren in einem Talkessel von etwa 1300 Meter. Am nächsten Tag fahren wir weiter zum Songkhul-Si. Am Songkhul-See schlafen wir 2 Nächte. Der Songkhul ist ein Bergsee im Norden des kirgisischen Gebiets Naren. Er liegt in einer Höhe von 3016 Metern. Die Länge ist 29 Kilometer. Die Fläche 270 Quadratkilometer. Am Vormittag wandern wir auf einem Berg, um die Aussicht über den See zu genießen. Hat irgendwie 12 große Knochen. Und das muss man genau wissen. Und die Frau sitzt da und sie muss seine Darm sauber machen. Aber das ist für die Familie selbst, sie verkaufen sie jetzt nicht, ne? Das essen sie selber, ja. Die brauchen doch Fleisch. Ja. Eine kirgisische Familie beim Schlachten. Und die Kinder. Wir dürfen in ihre Jurten schauen. Thank you.
Am Nachmittag wollen wir ausreiten. Perfekt. Am Abend zeigen uns die Kirgisen ihre Reiterspiele. Im vollen Ritt Geldscheine vom Boden aufheben. Pietzkumain übersetzt küsst das Mädchen. Der Mann muss versuchen, der Frau einen Kuss abzuringen, natürlich zu Pferd. Kok Boru, übersetzt grauer Wolf, dauert 3x20 Minuten. Kaum zieht ein Spieler allein den mindestens 30 Kilo schweren Ziegenbockkörper vom Boden auf den Sattel, schon sind die anderen Reiter hinter ihm her und versuchen, ihm seine Beute abzujagen. Irgendwann quietscht, das muss ich auch nicht haben. Wir nehmen Abschied von diesem herrlichen Fleckchen Erde und fahren nach Kochkor. Wir sind am Kalmak Ashu Pass auf 3400 Meter. Der Tiermarkt von Kochkor, wir sind leider etwas zu spät angekommen. Wir erhalten einen Einblick in die Filzproduktion der Frauenkooperative. Wir fahren weiter nach Bukombayevo. Wir sind im Zentrum der weltweiten Jurtenfabrikation in Kiziltoo am Issyk-Kösi. Die Region fertigt Jurten und beliefert damit die ganze Welt. Sie sind hochwertig und halten bis zu 100 Jahre. Die Verstrebung der Kuppel symbolisieren die vier Jahreszeiten und die 12 Monate. Wow.
Das Adlerjagen ist ein traditioneller, aber aussterbender Beruf. Kirgisistan ist einer der wenigen Orte, wo noch echte Jagd mit Raubvögel praktiziert wird. Und ja, wenn diese Adler, wenn die 2 Monate sind, die gehen in die Felsen und dort holen sie aus dem Netz, wenn die 2 Monate, wenn die klein sind. Und 1 Monat, es wird adoptiert, nachher die fangen langsam an zu üben. Reites. Ach so, ah, dann wird er mal schwer. Das ist dieses Kraft. Na, du kommst. Oh. Oh. Aber er ist jung, 1 Jahr noch. Oh. Keine große Erfahrung, aber trotzdem, jetzt sind sie mal. Das Grillfleisch gegessen. Das ist viel Schnitzel. Und wie gesagt, wenn es das eine sozusagen Murmeltier oder ein Wolfchen oder eine Flugzeug. Mittagessen im Gästehaus Bokongbayevo. Danach wandern wir im umliegenden Canyon. Ja, wer bist denn du? Es geht weiter entlang des Südufers des Issyk-Kul-Sees. Mit einigen Fotostops erreichen wir Karakol. Bizarre Sandsteinformationen schimmern in allen Farben, das ist der Canyon Feritale. Wir sind im Jetty Ogus-Tal, das 30 Kilometer westlich von Karakol liegt. Wir wollen eine Wanderung mit mittelschweren Aufstieg zu einem Wasserfall unternehmen.
Die hölzerne orthodoxe Kirche von 1895 wurde ohne metallene Nägel errichtet. Zu Sowjetzeit wurde sie als Warenlager für einen Club gebraucht. Die hölzerne Moschee, die von chinesischen Facharbeiter und ortsansässigen Dunganen zwischen 1907 und 1910 erbaut wurde, ist ebenfalls ohne metallene Nägel. Wir fahren früh los, denn wir wollen noch Semenovak-Schlucht zum Bergsee Sutu-Bulak aufsteigen. Am Abend erreichen wir Chongqing. Es sind zum Bergsee 540 Höhenmeter zu überwinden, daher reiten 6 Teilnehmer unserer Gruppe mit dem Pferd. Go. Go. Der Berghang ist abgerutscht, die einzige Zufahrtsstraße für das Tal ist gesperrt, wir müssen warten. Das geht, ne? Sorry, der bleibt hier auf.
Heute wollen wir gemeinsam eine Jurte aufbauen. Ja, langsam, wenn ich mitmache. Hier, nicht so hektisch. Hol mir das ganze Ding aus der Hand. Wir fahren zurück in die Hauptstadt Bischkek. Auf halber Strecke besichtigen wir noch das Minarett von Burana. Der Burana-Turm wurde im 10. oder 11. Jahrhundert errichtet. Die ursprüngliche Höhe wird mit mindestens 40 Metern angenommen. Der obere Teil wurde jedoch durch ein starkes Erdbeben abgeworfen und zerstört. Heute ist der Turm 21,7 Meter hoch. Balbals, das sind Steinfiguren aus dem 6. Jahrhundert, die aus dem kirgisischen Gebirge hierher transportiert wurden. Vermutlich stellen die Balbals ehemalige Herrscher dar. Unsere Reise geht zu Ende. Es war eine abenteuerliche, interessante, teilweise anstrengende Reise.